63.400 Männer erhalten in Deutschland jedes Jahr die Diagnose Prostatakrebs. Obwohl das vor dem 50. Lebensjahr selten vorkommt, ist sie doch die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Besonders wichtig deshalb die Vorsorge. Je früher etwas erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen. Beim Prostatakarzinom ist es so, dass wir generell über sehr gute Ergebnisse reden. Strahlentherapie, Onkologie und niedergelassene Urologen. Die Zusammenarbeit im Prostatazentrum des Klinikums Nürnberg ermöglicht dem Patienten die beste Versorgung. Jetzt haben wir ein extrem differenziertes Spektrum an Möglichkeiten, wie wir die Patienten individuell behandeln können. Von nur überwachen und gar nicht behandeln bis zu operieren und bestrahlen. Und da gibt es ein richtiges, großes Repertoire, was wir dem Patienten anbieten können. Dank Medizingeräte-Sharing steht den Ärztinnen und Ärzten am Klinikum Nürnberg die innovativste Technologie zur Verfügung. In Kooperation mit 5 anderen Kliniken sind so punktgenaue Diagnostik und Ultraschalltherapie möglich. Präzise Arbeit mit 4 Armen. Im OP steht dem Chirurgen auch der OP-Roboter Da Vinci zur Seite. So bekämpfen die Ärztinnen und Ärzte des Klinikums Nürnberg Prostatakrebs dank moderner Verfahren zielgenau und schonend für die Patienten. Klinikum Nürnberg. Wir sind für Sie da.